Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Harvest Moon 64. Ja, das letzte Mal, da haben wir ja nach Gold gegraben, ein paar kleine Steinchen und so weiter und so fort. Haben noch ein paar Steine in der Tasche. Ja, ist ja kein Seesack oder sowas in der Art, was man trägt, sondern das ist ja ein Rucksack. Damit lag ich ja nicht ganz falsch, aber ich sag einfach mal Tasche, weil es einfach heutzutage so genannt wird bei vielen Spielen. Ja, ich begrüße euch erstmal herzlich zu dieser weiteren Folge hier. Ja, schon interessant gemacht. Die Mine ist tatsächlich in Einsatz. Finde ich super. Und jetzt werden wir erstmal die ganzen Sachen hier reinschmeißen. Und genau werde ich heute auch mal was ausprobieren von einem von euch, die mir einen Tipp gegeben haben, beziehungsweise einfach mal einen kleinen Ratschlag gemacht haben. Und ich nehme auch einige Ratschläge von euch an, da ich ja quasi mit euch gemeinsam das Spiel spielen möchte. Ja, das nächste Mal werden wir mal die Steine nochmal mitnehmen, die wir finden. Allerdings müssen wir darauf achten, dass wir diese wertvollen Steine nicht vergessen. Denn ich denke mal, die sind auf jeden Fall viel wert. Aber das werden wir ja alles in den nächsten Tagen sehen. Ich will nochmal gucken, wegen meinen Kühen, meine zwei. Ja, immer denke ich, dass B die Taste ist, dass man da rumrennt, aber pff, Quatsch. Wer soll rennen können? Wir laufen alle auf dem Hof. Es gibt nichts anderes als das normale, ledliche, langsame Laufen. Wobei, eigentlich ist das ja kein normales Laufen mehr. Sieht ja mehr teilweise aus, als wenn er joggen würde. Hm? Wir sind krank geworden? Und müssen einen Tag überspringen? What the fuck? Ja, kann passieren. Was haben wir eigentlich? Wow, die großen Steine haben uns großes Geld gegeben. Jetzt sind wir im 19. Wintertag. Eigentlich war das auch nicht so geplant, so schnell schon im Winter zu stehen. Also, so Mitte des Winters und sowas. Wer hat sich denn jetzt da eigentlich gekümmert, wo wir krank gewesen sind? Ey, meine armen Kühe mussten einen Tag hungern, weil ich krank geschrieben war. Ne, hier, ja, ist logisch. Deswegen lag er so komisch im Bett. Übrigens habe ich heute ein klitzekleines Themachen, das wahrscheinlich ein paar Leuten interessieren könnte, vielleicht. Die sieht nicht mehr so gesund aus. Die sieht nicht mehr so gesund aus. Wir haben doch Medizin für die Tiere, glaube ich. Ich guck mal eben kurz, ob man vielleicht irgendwie die Medizin dafür nehmen muss. Klar, sie hat jetzt einen Tag nichts bekommen gehabt von mir, war ja auch logisch. Wie soll ich auch, wenn ich einfach im Bett gefesselt bin? Die nehmen wir mal mit. Jetzt weiß ich nur nicht, wie man das den Tieren geben soll. Ich glaube einfach zu dem Tier hin und eventuell... Guck mal, die sieht total... Keine Ahnung. Werd gesund. Ja, das funktioniert. Aber das war unser letztes Fläschchen. Hoffentlich werdet ihr nicht nochmal krank. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man so die Hühner heilen kann. Aber die Hühner haben keine Mimik da eingebaut. Die haben keinen Blick oder sowas. Ach ja, nochmal die Mine besuchen. Die haben keinen traurigen Blick oder sowas, was ich bis jetzt gemerkt habe. Bei der Kuh habe ich das jetzt gesehen gehabt, dass da Medizin gebraucht wird. Ich guck mal, ob wir nochmal Medizin bekommen für den Notfall. Ist geschlossen heute? Freitag ist geschlossen. Hier ist doch kein Fest, oder? Ich guck mal, ob die Stadt leer ist. Ja, gut, hier scheint nicht viel zu sein. Ah! Musik! Hier ist wieder ein Fest! Ein Pferderennen im Winter? Okay! Warum eigentlich nicht? Wir haben hier noch das letzte Mal 2 Punkte erhalten. Jetzt können wir ja noch mal ein bisschen Wetten machen. Finde ich eine tolle Idee.
Wir haben jetzt so gut wie möglich die Mine ein bisschen geräumt. Eigentlich wäre ich ja gerne in die Mine reingegangen. Wir nehmen mal... einfach mal Apple, weil Apple ist ja übersetzt Apfel. Da gebe ich mal 20. Bei den anderen kann ich jeweils 5. Machen wir bei jemals 5. Damit wir eine kleine Gewinnchance haben. Ein Pferderennen im Schnee im Winter. Nein, ein Hunderennen. Warum sagen die denn Horses oder habe ich mich hier vertan? Ist ja nice. Ah ja, gut, kann man auch machen. Hunderennen. Wer ist denn der jetzt, der da ganz vorne ist? Oh nein. Oh nein. Oh Gott, jetzt haben wir sogar noch verloren. Und haben gerade mal einen Punkt bekommen. Ist ja klasse. Wo kann ich denn nochmal wetten? Ach ja, ich muss da hinten hingehen. Ich will nochmal, das war ungerecht. Ich habe einfach nur auf Apple getippt, weil ich Äpfel mag. Gib mir nochmal ein Ticket. Das letzte hat dann der gewonnen. Ich bin total unfair. Nein, ich habe doch gar nicht... Also ich mach mal bei Wanda... 5. Pista würde ich jetzt mal sagen, einfach mal aus spontan 10. Da würde ich wieder 5 sagen. 5. Geben wir da auch mal 5. Und auch hier machen wir mal 5. Lass mich nochmal raus. Huhu! Ich bin schon gespannt auf das nächste Rennen. Wann geht's denn los? Ich schleuder mein Geld die ganze Zeit raus. Bin ich bescheuert geworden heute? Hallo? Ja, die nächsten Sekunden beginnt das Rennen. Hunderennen ist mal was ganz Feines. Hier kommt eine Abwechslung nach der nächsten. Der weiße Hund gefällt mir. Oh, die sind momentan ziemlich gleich. Ja, der eine, der ist ganz oben. Rot war das. Habe ich rot genommen? Nee, oder? Nein, ich wollte erst rot nehmen. Nein! Ich könnte mich... Oh, nein! Ich hätte so viel Gewinn haben können. Ach, nein! Ah, ich wollte ja erst rot nehmen. Ihr habt das ja gesehen. Dann bin ich ja aus Versehen rausgegangen und habe dann doch mich entschieden. Oh, ich bin... Oh, nein. Das gibt's doch nicht. Gut, nehmen wir diesmal blau. Da jeweils 2 einfach, weil ich nicht so viel Geld mehr habe. Eieieiei. Was kann man denn hier kaufen? Einen heißen Tee, heiße Milch, Küchlein. Nehmen wir mal einen heißen Tee. Ist ja auch kalt und man muss mal ausnahmsweise mal sowas machen. Das ist abwechslungsreich pur und das habe ich ja noch gar nicht gemacht hier so richtig. Haha, ich stehe schon mal bereit. Neben den älteren Herren und der jungen Dame. Und wann geht's los? Dass man immer so lange warten muss. Aber das ist schon mal gar nicht so verkehrt, weil man dann noch ein bisschen Zeit hat zum Überlegen, wen man wählt. Get ready? Go! Einfach nur genial. Nein, wir haben jetzt diesmal auf blau getippt und der ist letzter! Ah! Wenn jetzt der gewonnen hätte, den wir vorher genommen haben, dann
Ja, okay. Damit stehen wir bei 72 Punkten. Was kann man mit 72 Punkten eigentlich machen? Ey, du hast doch hier die ganzen Listen, oder? Was? Ich muss 500 Punkte haben? Och, wie gemein ist das denn? Ja, da muss ich erst in die Mine reingehen, aber das geht ja nicht. Dann, wenn ich mir das überlege, ist ja wegen dem Hunderennen ja die Mine weg, weil der eine Herr ja nicht mehr da ist. Ach, komm schon. Machen wir nochmal eine Runde. Was? Wir können nicht mehr machen? Heute ist vorbei? Alles vorbei? Rennen ist vorbei? Och, wie schade. Ja, man merkt schon, es wird dunkler. Jo, Abwechslung pur, nicht? Würde ich mal sagen. Im nächsten Winter will der Bürgermeister dieses Hunderennen wieder stattfinden lassen. Nette Abwechslung. Erst haben wir die Mine gefunden, jetzt konnten wir mal ein Hunderennen machen, mal was anderes. Ich dachte jetzt echt Pferderennen, aber... Vielleicht habe ich mich auch total verlesen, weil ich Schnee gedrückt habe und habe Horses anstatt Dog gelesen. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass da wirklich jetzt Dog stand. Ach, aber ich könnte mir... Oh, wir haben ein paar Punkte nur gesammelt und dafür haben wir einen Haufen von Geld abgehauen. Da müssen wir jetzt den nächsten Tag in der Mine ordentlich sammeln gehen. Welcher Tag ist eigentlich jetzt? Ach du je. Es sind ja nur noch 10 Tage, bis der Winter vorbei ist. Dann steht schon der Frühling an. Hi. Ich bin auch viel zu schnell hier gewesen. So, hoffentlich sind meine beiden Kühe gesund, denn ich kann mir keine neue Medizin jetzt erstmal kaufen. Die scheint noch glücklich zu sein. Die ist noch glücklich. Ja, sind noch beide glücklich. Schön pflegen, muss ja auch sein. Sind ja schöne, liebe Tiere. Und Tschüsschen. So, ab zur Mine. Und nach der Mine wird es wahrscheinlich wieder zum Ende kommen. Doch erstmal machen wir noch die Mine. Wir machen noch die Mine. Auf jeden Fall. Machen wir noch die Mine. Bis 5 Uhr kann man ja noch in der Mine reingehen. Wenn wir Glück haben, kann man auch nach dem Winter dort in die Mine reingehen. Aber das ist wohl... nicht unbedingt wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder sowas, aber ist egal. Hallo, mein Herr. Ich möchte gerne in die Mine rein. Ohne großes Gerede möchte ich dich einfach mal bitten, dass du mich hier durchlässt, aber du musst mir ja einen ganzen Text geben. Und den Text könntest du mir auch aufschreiben, aber du hast gar keinen Blatt. Das muss jetzt sein. Wieso können wir denn jetzt nicht hacken? Ach so, Moment. Ja, natürlich. Können wir auch gar nicht. Wir kriegen... So, diesmal nehmen wir mal ein von den oder zwei von den Steinen mit. Zur Probe. Wo ist denn hier das Loch? Ach, jetzt finden wir gar nichts, oder was? Was ist das denn hier? Ja, solange wir noch Platz haben. Ja. Na also, ein paar Münzen gefunden. Nein, wo schlägst du denn hin, Junge? Nochmal ein paar Coins gefunden. Aber ich würde mich ja gerne freuen, wenn ich nochmal... Ach, jetzt tu nicht so und... Dafür in der Ecke könnte man vielleicht was finden. Falsch geraten. Ein Loch! Rein da. Warum war der Herr da jetzt gerade nicht da und ist hinter in dem Loch eingegangen? Ey, ey, was ist das denn hier? Spionage pur. Immer kommt der Herr uns mit hinterher. Ja, das ist, was ich sehen wollte. Warum geht er manche Stellen nicht, hä? Die Stelle nie nicht geklappt hat, hat auf einmal uns was gebracht. Jetzt hör auf, hier einen auf schwach zu tun, Junge. Wir wollen Gold haben.
Das ganze Hunderennen hat uns total blank wieder gemacht. Wir brauchen Medizin für die Tiere. Dann nehmen wir auch mal mit. Solange die Tasche nicht überfüllt ist, nein. Ach komm schon, Junge! Ach, den konnten wir jetzt nicht einpacken, weil wir die Tasche voll hatten. Einen der Steine schmeißen wir jetzt weg. Na, ich habe doch gerade erst ein paar weggeschmissen. Okay. Gut, auf Wiedersehen. Ja, ich denke mal, damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das Hunderennen war auf jeden Fall wieder mal abwechslungsreich. Aber es ist einfach, was ich immer zugeben muss, es ist einfach noch zu wenig, was man hier machen kann. Es gibt so viele Tage, da kann man gar nichts machen. Aber man muss die Zeit wahrscheinlich in dem Sinne nutzen, dass man seinen Hof in Grundlagen besser sitzen kann. Aber mal abgesehen davon, dass wir im letzten Winter kein Hunderennen, so wie ich weiß, hatten. Aber okay, ja. Ich denke mal, damit werden wir jetzt erstmal jetzt Zeit zum Beenden. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Harvest Moon 64. Bis dahin, ciao.